Hallo, herzlich willkommen, lieber Zuschauer. Let's play The Sims 4. Immer noch auf dem Weg zu 50.000, um uns eine kleine Villa bauen zu können. Wir verlieren unser Geld mit Malerei und mit dem Verkauf von Eis am Stiel 4, oder Eis am Stiel Serie und dem Playboy. Wir machen damit eigentlich das meiste Geld. Also auf diesen Angestelltenjob könnte man eigentlich völlig verzichten. Hat man sogar die Zeit, noch ein paar mehr Bücher zu schreiben und kommt dann vielleicht auch auf 10.000 Tantiemen oder so täglich. Dann hat man natürlich relativ schnell ausgesorgt. Mal sehen, wie viel unsere neuen Bücher bringen. Ich weiß es ja noch gar nicht. Zwei haben wir jetzt ja veröffentlicht gestern. Aber da die Liste ja mittlerweile, glaube ich, so lang ist, kann man das gar nicht sehen. Ich glaube, da müssen erstmal die alten Bücher, die irgendwann keine Tantiemen mehr bringen, nach 10 Tagen oder so, aus der Liste rausfliegen, damit man dann sieht, wie viel die anderen an Einnahmen bringen. Ja, benutzen wir die Toilette. Dann musst du hier mal aufräumen. Und dann darfst du was Neues nehmen. Ja, wir werden es nicht schaffen, aber wir arbeiten auf jeden Fall voran, dass wir am Samstag dann unsere Beförderung abholen können. Das sollten wir hinkriegen. Und dann haben wir auch die 50.000, denke ich, voll. Alleine gleich gibt es ja wieder massig Geld durch Tantiemen. Aber kommt bestimmt auch bald wieder eine teure Stromrechnung. Ja, mit Buch veröffentlichen 100 verdienen, das ist natürlich nichts leichter als das. Hunger, Hunger. Ja, Mampf erstmal ein bisschen. Ein bisschen sozial fehlt uns, aber naja, gut, wir können auch ein Bild malen. Oh, 4.273 Tantiemen. Ich würde so gerne sehen, wie viel die anderen bringen. Playboy 1 bringt sogar auch immer noch. Die Kinderbücher vom Anfang bringen irgendwie immer noch was. Alle Benachrichtigungen automatisch. Haben wir auch so, dass es das automatisch erweitert. Ja, kann er ja machen, aber ich möchte das gerne komplett eigentlich sehen. Hier sieht man nicht mehr, die Nachricht ist zu lang. Also das Spiel scheint nicht dafür ausgelegt zu sein, dass man so viele Bücher hat oder Zeitschriften, das ist ja eher Playboy und Drehbücher. Naja, jetzt noch ein Gemälde und wir hätten schon 50.000 geknackt. So schnell kann es gehen. Ach, doch die ganzen Nachrichten weg damit. Ist auch völlig egal. Ja, hier ist immer noch nichts. Das ist nicht unser Busch. Also machen wir mal ein bisschen Speedy, bis unsere Arbeit beginnt. Wieso kommen eigentlich unsere Frauen nicht mehr hier zu Besuch? Haben wir sie ein bisschen vernachlässigt? Das kann sein. Aber ich denke, die werden schon früher oder später kommen. Vielleicht arbeiten die jetzt zur Abwechslung auch mal. Das ist das Schönes geworden jetzt? Das ist ja fast gar nichts wert. Da haben wir schon mal besser erlebt. Vielleicht noch jemanden anrufen. Soll dann mit. Nancy. Ja, genau. Laden wir noch sozial ein bisschen auf. Ist auch perfekt. Dann gehen wir wieder gut gelaunt zur Arbeit. Dann sind wir zumindest schon mal im zweiten Block. Aber es kann, naja, es kann sogar sein, dass wir jetzt Sonntag befördert werden. Wir sind schon wieder eingespannt. Wir arbeiten einfach zu viel. Wir müssen uns vielleicht mal eine Pause nehmen. 882. Jetzt haben wir 49.157 auf der hohen Kante. Und sind auch nicht mehr viel dabei entfernt von den 75.000 verdient zu haben. Und dann kann man sich wahrscheinlich irgendwann wieder so eine. Was macht er denn eigentlich jetzt? Wir müssen erstmal schnell mal gucken. Überwucherung, Trim, ja, was auch immer dir das bringen soll, ist völlig egal. Haben wir noch ein Gericht? Haben wir noch. War es nicht mehr gut oder was? Was ist das eigentlich? Kek? Haben wir Ritter essen? Haben wir noch irgendwie auf Tasche oder so, ne?
Und noch einmal Wetter in der Tasche. Auch sehr schön. Schmierig. Herrlich reich. Na, sind wir noch nicht, aber wir sind auf dem Weg. Zufrieden. Achso, hier 1100 Punkte haben wir erst. Okay, ist doch noch nicht so viel. Was kommt denn noch Schönes? Ich weiß es gar nicht. Blitzleser. Na, warum? Bücher müssen wir nicht schnell lesen. Frühaufsteher können besonders gut am Morgen Fähigkeiten erlangen. Wenn Mentor eine bestimmte Fähigkeit Level 10 haben, wird die Interaktion Unterricht freigeschaltet. Sie können dann andere Sims helfen, viel schneller ihre Fähigkeiten zu verbessern. Nachteulen erlangen Fähigkeiten nachts besser. Jungtrank, okay, mal wieder ein bisschen jünger werden. Ich weiß, das werden wir noch mal testen, auf jeden Fall. Kostenlose Dienste, alle einmalig angeforderten Dienste sind kostenlos. Markttauglich, das haben wir. Ne, das können wir uns so nicht leisten. Also nicht die Sachen, die wir schon haben. Auf jeden Fall müssen wir noch Punkte sparen. So viel haben wir jetzt gerade festgestellt. Bella ist auch hier gar nicht mehr so, ne? Wir müssen ja immer wieder mit Bella plaudern. Schicken wir mal ein SMS. Vielleicht schreibt sie jetzt zurück. Ja, ist ja egal. Wieder angespannt. Warum? Chill mal ein bisschen. Und geh mal ein bisschen auf Toilette. Zwei Dampf für Dusche nehmen. Ist immer noch angespannt. Was bringt ihn denn runter? PC schon vielleicht? Ist wieder selbstsicher. Er reguliert sich schon selbst irgendwie. Wieso trinkst du denn jetzt? Du hast doch eigentlich gar keinen Hunger. Du wirst schon wieder dicker werden. Ne? Nach Vorlage malen. Kokett. Wieso sind wir auf einmal kokett? Weil er Milch trinkt oder was trinkt er? Oder weil wir ein SMS geschickt haben. So, habe ich ganz vergessen eigentlich. Oder wegen dem dampfenden Duschen. Schon wieder 1000 kaufen. Achso, eigentlich hier, wir müssen auch, wir haben jetzt ja wieder einen Tag frei. Vielleicht kümmern wir uns mal wieder ein bisschen um die Damenwelt. Oder wir bauen einfach mal die neue Hütte. Denn ich hoffe mal auf ein schönes Bild und dann haben wir da 50.000. Wir nehmen ja all unsere Einrichtungen mit, also die werde ich erstmal mitnehmen, weil das alles neu zu kaufen für die neue Hütte, auch wenn man das ja noch nicht perfekt neu zusammengestellt kriegt. Irgendwann können wir mal renovieren und dann neue Sachen kaufen, bessere Sachen kaufen. Aber erstmal wollen wir auch ein bisschen größeres Haus eben alleine haben. Mal sehen, wie noch groß unser neues Grundstück wird, wo wir dann schön Pool hinkriegen und sowas. Das wird ein richtiges großes Bauprojekt. Ich weiß noch nicht, ob man noch so ein bisschen am Spekulieren, ob man. Ach, braucht man eigentlich nicht. Nee, Pool kann man draußen machen. Ich hatte überlegt, ob man auch so ein Poolhaus noch macht. Finde ich auch immer schick. Na, vielleicht mache ich das auch. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken, wie viel Platz auf dem neuen Grundstück ist. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, beeil dich mal mit dem Bild. So. Ansammeln, verkaufen. Nicht begonnene Bücher aufschreiben. Das müssen wir noch ein bisschen machen. Hier schreiben. Weiterschreiben. Weiß am Stück 6. Läuft doch bei uns. Okay, das haben wir noch nicht verdient haben, aber das haben wir gleich geschafft. Und wir haben die 50.000, also wir müssen jetzt gleich mal sehen, irgendwie, dass wir diese Hütte dann verkauft bekommen. Das machen wir auch hier, ne? Ich meine, das kann man auch immer noch machen, hier Tagesaufgabe, Bücher gerade erst begonnen. Wir können auch das Buch schnell zu Ende schreiben. Und danach legen wir uns schlafen. Und wenn wir ausgeschlafen haben, dann werden wir, naja gut, vielleicht noch. Also ist fertig das Buch. Dann verkauf das mal wieder. So. Ja, dann bin ich mal gespannt. Bauen jetzt. Ich habe hier noch nicht gebaut. Sims 4. Klar, in den anderen Sims-Teilen hat man schon mal eigene Hütten gebaut. Ich bin gespannt, ob es hübsch wird und ordentlich wird, was wir denn da so mehr zusammenbasteln.
Vielleicht gibt es ja auch schon wieder Tantiemengeld. Hier kann man umziehen, oder? Kann das nur schreiben, Haushalt. Haushalt, oder? Haushalt umziehen lassen. Oder? Tieren. Oder kann man sich so nur wieder trennen, wenn man mit mehreren Leuten in einer Hütte wohnt? Ich weiß es nicht. Wir werden es herausfinden. Passe die Größe des Spielfensters an. Ja, ich dachte, man kann irgendwie die Größe der Grundstücke anpassen. Da hätte ich nämlich noch ein lieber viel größeres Grundstück als das hier. 40 mal 30. Möbel behalten. Wir ziehen um. Okay. Dass die richtige Entscheidung war. Oh, oh, oh. Jetzt müssen wir erstmal bauen. Ich habe noch gar nicht so den richtigen Grundriss im Kopf. Aber ist klar, ich habe auch noch nicht das Grundstück gesehen, was uns jetzt eigentlich gehört. Das ist eigentlich auch nur diese kleine Fläche hier, ne? Also ich, das war früher bei den anderen Sims-Teilen doch viel, viel größer. Oder bin ich da irgendwie falsch vor? Haben wir gar keine Mülltonne hier? Einen Briefkasten haben wir hier, ja. Wo ist unser Müll? Haben wir die Mülltonne gekauft gehabt? Ist die gar nicht standardmäßig dabei? Ich weiß es nicht. Aber man sieht schon, also nach hinten hin ist es schon schön lang, das Grundstück. Ich überlege so ein bisschen, wir müssen ja mal überlegen. Hier eine Hütte hin. Hier kommt dann noch eine Garage hin. Ich weiß gar nicht, Autos gibt es glaube ich noch gar nicht. Aber wir haben eine Garage und da können wir dann unser Handwerk zum Beispiel auch drin betreiben. Und was auch immer. So, fangen wir erstmal an mit Wänden. Ja, ich mache eigentlich, wir machen mal alles frei. Oder wollen wir noch ein Fundament eigentlich? Ich weiß echt immer nicht genau, wie das aussieht. Vintage-Fundament, wieso machst du denn keins? Können wir nachher auf woanders hinstellen, ja, das ist gut. Das soll ja schon ein bisschen symmetrisch irgendwie werden, das Ganze. Ja, ich kann das nicht bauen. Ich würde ein bisschen Objekte filtern. Ich kann es nicht anklicken, warum nicht? Darf ich nicht bauen? Morgens, abends, nachts oder so, keine Ahnung. Die Wände geht. Das ist schon mal gut zu wissen. So, wie groß wird denn die Hütte? Ich weiß es noch nicht. Wir wollen auf jeden Fall hier ziemlich den Platz ausnutzen. Höchstens noch so einen Zweierweg haben. Und nach vorne hin nur ein bisschen Platz für Vorgarten. Ob das wirklich schön wird nachher, aber wir werden es irgendwann erleben. Ich bin da nicht ganz so schlechter Hoffnung, aber ich weiß es nicht. Nämlich von der Ansicht her stört mich das hier gerade. Wo ist denn diese normale Ansicht, die man sonst auch im Spiel hat? Das ist sie doch. Ich glaube, da kann man sich sogar vorstellen, dass wir es so machen, hier dann den Pool und den Garten. Und hier geht man nochmal so raus. Nochmal drei. Was kostet uns das eigentlich? Immer noch immer genug Geld, ne? Ich muss das am Anfang ja auch nicht übertreiben. Ich werde auch erstmal, glaube ich, nur ein Stockwerk bauen, denke ich. Nächste, das kommt dann irgendwann nochmal. Haben wir Garagentore eigentlich? Ich weiß es nicht.
Dann sollte das hier auf jeden Fall die Garage werden. Die dann mit der Tür hier rein verbunden wird. Aber das hier wird dann... Ja, gehen wir noch ein bisschen weiter hier hin. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht, wie wir hier drinnen in die Raumaufteilung machen. Aber vielleicht auch nicht ganz so wild. Kriegen wir irgendwie noch hin. So denke ich. Und hier kriegen wir dann erstmal unser luxuriöses Schlafzimmer hin. So würde ich erstmal sagen, oder? Das ist doch erstmal ein bisschen Grundfläche. Also einer sagen würde, es ist ja gar nicht größer als die alte Hütte. Ja, doch ein bisschen größer ist es schon. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob das wirklich schön aussieht. Wir brauchen ja noch ein Dach erstmal irgendwie. Das kostet ja nichts, ne? Hä? Ja, random. Mach mal ein ganzes Dach eigentlich. Achso, nee, hä? Aber so ein höheres Grundstockwerk oder was? Mal gehen wir jetzt runter. Das ist ein bisschen hoch eigentlich, ne? So ist normal. Vielleicht das andere, die andere Hütte war auch ein bisschen höher. Machen, lassen wir das mal so. Okay, das wusste ich nicht. Hm. Okay, das ist jetzt wieder weg. Ich bin hier noch nicht der Bauexperte, das tut mir leid. So einzelne Stücke machen und das selber komplett hindingsen irgendwie. Aber so hat man völlig freie scheinbar Gestaltungsmöglichkeit. Da hätte ich mir ein automatisches Dach jetzt ehrlich gewünscht bei unserer Konstruktion. Weil dafür ist es ein bisschen sehr verwinkelt, um hier ein schönes Dach raufzukriegen. Naja, ich glaube, wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen, würde mich über Kommentare freuen und natürlich, wenn ihr übermorgen wieder dabei seid. Also, bis dann. Tschüss.